Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Wegen des Phoenix-Moduls zeige ich mal kurz die Bedienung des Roma, weil ich weiß nicht, ob die jetzt wieder online sind. Das ist wohl nur ein Platzhalter, was da steht. Ich weiß nicht, welches der Grund jetzt ist. Man gibt auf jeden Fall Level, dann gibt man die Level ein. Dann, also AI ist automatische Information. AU ist, was ist AU nochmal? Das heißt, AI ist automatische Information. Was ist denn AU? Ich weiß nicht. Das mache ich lieber mal anders. Warte mal. Vielleicht steht das ja hier irgendwo, was das alles ist. Infomodus. Das ist okay. Die Abkürzung finde ich jetzt auf die Schnelle hier nicht. Memory, bla bla. Funktionsmodus, Spielstärke. Ach, immer ganz kurz die Level hier. Weil er hat sehr, sehr viele Level. Einfach pausieren. Dann hier. Das hier, wie gesagt, pausieren und durchlesen. Ich kann jetzt hier auch nicht stundenlang das Video strecken dadurch. Weil man sieht, die Einstellungsmöglichkeiten jetzt ohne Anleitung das Ganze machen wäre, glaube ich, ein bisschen friemelig. Wenn überhaupt möglich. Und Zanchetta ist ja, wie gesagt, offline momentan. Weiß nicht, ob das im direkten Zusammenhang steht jetzt mit dem Phoenix-Modul, ob die plötzlich hier auf die Idee gekommen sind, irgendwelche Copyright-Rechte oder sowas geltend zu machen. So, hier oben vielleicht das noch hier. Finde aber nicht die Abkürzungen. Level-Modus. Rotierende Anzeige AI. Wo ist denn jetzt hier das AU? AU Automatik. Automatik einschalten. Ach, automatisches Spiel ist AU. Brett drehen ist BD. Zufallsgenerator bester Zug ist BE, beste Eingabe. Dann TH ist Theorie. Und dann TO ist Ton. Dann hier noch sowas hier. Vielleicht das hier nochmal für den, der es haben möchte. So, und das war es dann auch schon. Das würde sonst etwas zu weit führen hier. Ach hier, ganz kurz. Das hier noch. 68.010 MHz, 64 Kilobyte Programm, 60 Kilobyte RAM. Man merkt ihm das nicht immer an hier. Ja, und das war's dann auch schon für dieses Video. Nur wenn jetzt jemand gegen das Phoenix-Modul gegen Roma spielen möchte, dass der sieht, was da levelmäßig Sache ist. So, ich bedanke mich auf jeden Fall und verabschiede mich bis zum nächsten Mal und hoffe, geholfen zu haben.